So, jetzt starten die Aufnahme, ja ist er. Und zwar haben wir uns gerade ein Endoframe gemacht. Also erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich habe mit Botania weitergemacht, Endoframe gebaut. Und die möchten mir jetzt gerne Link machen. Jetzt machen wir Glowstone. Zweimal glaube ich. Nö. Wie macht man denn Flame? Ich kann nicht sehen, wie die gemacht wird. Warum das nicht? Ich möchte eine fliegende Endoflame haben. Das kann man hier überhaupt nicht sehen. Schimmernde Orange. So gut. Jetzt sind wir nur andersrum. Die geht runter. Aber auch das geht nicht. Mein Problem ist, dass man nicht sieht, wie man die Fliegen kriegt. Ich will nicht mehr das Botania-Buch auf. Gut, dann gehen wir erstmal schlafen. Also der Vorteil an der Endoflame gegenüber einer Wasserpflanze ist, dass man sie nur mit Kohle füttern muss. Der Nachteil ist gerade, dass ich nicht daraus kriege, wie das geht. Muss ich da irgendwas anders machen? Also klar schon mal, dass man die Fliegen kriegt, aber White Flower. Schimmernde orange Blumen. Problem ist, die Endoflame, wie man die macht. Was nicht da ist, das Lied zum Fliegen. Also eigentlich muss die doch nur bei dir nochmal an. Schimmernde Blumen. Zack, zack, wird eine weiße. Okay.
die haben alle Glowstone. Das Problem ist bei den Ender Flames, gibt es nicht einen Glowstone. Merke ich gerade. Aber ich kann die auch nicht. Hochsetzen, das Ding hin und das Ding hin. Und das geht ja nicht. Ich finde diese Fliegelinsel auch nicht einzeln. Gut, ansonsten muss ich erstmal die Ender Flames so hinstellen. Produktion, die läuft hier fantastisch. So, verlinken wir auch die, glaube ich, nicht. Ja, die lassen wir öffnen. Dann kann die Mana produzieren. Allerdings auch gleich noch ein paar mehr machen. Aber ich habe gar keinen Weizen. So, da ist mein Monitor wieder abgeschnitten. Ah, da ist er wieder. Dann geht mal gucken, woran das liegt. Und da ist er wieder weg. Das kann ich mehr machen. Ich mit Weizen gehören. Ja. Das war an. Die sind gratis. Da waren wir erstmal dran. Drin. Ich sag mir nach das gerade wieder, ich nicht weiß, wie lange die Folge geht. Weil ich wieder mal meinen Monitor nicht sehe. Ich hasse es langsam. Ich kann mal ein bisschen auf die Uhr gucken. So. Sagen wir mal um 10:30 machen wir jetzt hier Feierabend. So, Würmer. Haben wir Würmer? Haben wir hier. Wir brauchen auch nicht nur eins. Macht uns mal mein neues Feld. Und wir brauchen Knochenmehl. Haben wir natürlich überhaupt nicht viel von. So. Jetzt schlagen wir hier hinten hin, zack. Dann machen wir uns ein bisschen, damit wir ein paar Endoflames kriegen. Das kommt drauf, wenn ich dich freute. Machen wir. Wir würden davon nicht schon genug hätten. Falsch, so machen wir es richtig. So, wie war das jetzt? Braun, 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 rot, Endoflame. Braun, 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 rot und noch eine Endoflame. Und so machen wir es jetzt weiter, bis wir genügend haben. Braun, 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 rot, Endoflame. Die Zähne reichen uns, die gehen uns nicht kaputt. Hier, den Eimer sollte da nicht rein. Und wenn dieses schöne Geräusch kommt, dann... Ach, warum schmeißt ihr immer einen Eimer rein? Ist jetzt gelungen. Und dann wird Wasser logischerweise weggebracht. So, zwei braune. Ein Grau, ein Rot. Zack. Sechs haben wir jetzt.
Also 18, mit denen sie da schon stehen. Eine neue 10er hätte gesagt, machen wir erstmal. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und da habe ich meine Lieblingsszene. Wie kriege ich das da raus? Ja, bei 8 müssen wir erstmal reichen. So, wie viel jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Dann werde ich mal gucken, ob wir noch alle Maler kriegen. Dann Kohle kriegen. Erstmal wegnehmen. Und das Wasserloch können wir erstmal zumachen. Die brauchen wir nicht mehr. Das können wir dicht machen. Habe ich gestern sonst gebaut, egal. Hier hin. Wir müssen immer, damit wir wohlgedeihen, einen Platz haben. Der Mana ist auch voll. So, jetzt brauchen wir einen Kisten. Nee, der Kisten einfach. Mit Zeitschaltuhr. Die haben wir. Hier irgendwo rumzulegen. Eine hässliche Uhr. Und Deko-Pack. Und Deko-Pack? Die Rossinne macht immer Kick. Keine Ahnung. Das ist so, haben wir hier noch besser? Wir haben kein Glas. Wir müssen erstmal Glas machen. Das sind immer normale Glas. Brauchen wir 4 Stück davon. Wir müssen erstmal keine richtig machen. Das ist eine Monster spawnen. Wir sind schon beim 357. Minecraft Day. Das explodieren sie nicht. Wir haben nur uns 2 Gläser. Das wird reingeschmissen. Sorry. Mal nichts. Ja, deshalb macht man sich halt am Anfang so eine Art Wasserpflanzen oder Sonnenpflanzen oder
Nachtpflanzen, damit man halt gut Mana zusammenkriegt. So, das Ding brauchen wir. Und wir brauchen ein Werfer. Werfer? Ich glaube Werfer. Kann man nicht mal einen ganzen Bogen da. Also gut, dann machen wir uns ja ein. Wenn so viel von dem Mist, dass wir uns da eben zusammensetzen können. Ganz jetzt. So, haben wir auch da. So, dann brauchen wir Kohle. Und davon haben wir 5. So, jetzt brauchen wir noch einen Zauberstab von Botania. Den. Und wir brauchen Soul Sand. So ist halt mehr. Ja, gut. Nehmen wir normalen Sand. Und den Ring wieder zurück. So, auch. Überleg gerade. Ja, nehmen einfach 2 Sticks eben. Ja. Der Vorteil bei Seelensand gegenüber normalen Sand ist, dass mehr Zeit übrig. Bis die nächste Kohle da reinkriegst. So, jetzt bleiben wir da mal wieder hin. Suchen uns nur einigermaßen die Mitte. So, genau. Und daran kommt jetzt, oder da drauf kommt jetzt die Uhr. Und in diese Uhr kommen die 2 Stacks eben da. Okay, ich kann noch 1 Stack reinmachen. Und in den Werfer. Kohle rein. Ich hoffe, wir können den ganzen Stack nehmen. Den ganzen Block nehmen wir nicht. Aufpassen, weil die fressen die Kohle. Und jetzt können die Mana produzieren. Mal hier. Ich, was rausnehmen und so hinschmeißen. Wir müssen genau da fangen wir an zu leuchten. Sind zu wenige, die da das produzieren. Und schmecken wir mit dem Glück hin.
Ich die eigene Verbindung. Der ist auch voll. Läuft bei mir. Mit der Mana-Produktion. Wir haben schon fast einen neuen hinbauen. Oh, was die Hühnchen hier fabriziert haben. Rotes Huhn, gelbes Huhn. Viel Kackert. Aber sonst gibt's nichts. Ja, das kann weg, definitiv erstmal. Und Rot haben wir auch hier noch. Jetzt kümmern wir uns darum, dass die Erdproduktion wieder weitergeht. Und zwar brauchen wir dafür den Menschen interessiert oder so ähnlich ist das Ding. Genau, hier haben wir noch ein Stück davon. Alles, was wir nicht brauchen, ausgerechnet. So, den brauchen wir. Wir brauchen Item davon. Als abgerissen haben. Das sollte genug da sein. Orange haben wir auch noch. Die orange Farbe. Jetzt können wir mal gucken gehen. Was hier so abgeht. Ob so was abgeht. Komm hier, leck das wieder. So, weg damit. Weg mit mir, meine ich. So. Und zwar. Ach nee, ich brauche Akte. Nee, wir können die schon. Okay. Das können wir einfach nehmen und drüber legen. Vorteil ist, wenn jeder einzeln ist. Das Ding ist auch das gleiche. So, hier machen wir Exporting und hier Importieren. Ja. Und dann nehmen wir das Gerät jetzt damit schon auf. Und sagen, dass du erstmal den Strom empfängst und dann Items sendest. Das Ding sollte jetzt hier leer werden. Und nochmal umändern, damit es dann automatisch vorhastet. Aber er schickt es jetzt auf jeden Fall weg. Der Strom ist noch ein bisschen drauf. Den machen wir hier. Wir exportieren und wir importieren. Und wir möchten gerne den Strom empfangen und Items senden. Jetzt Strom ist nicht gekommen. Warum nicht? So, hier. So, und auch hier. Sollte es jetzt vonstatten gehen. So, gucken wir uns mal an, ob das alles funktioniert hat. Dann machen wir hier nochmal. Export. Import. Und dann hätten wir hier ein Blut. Jetzt zeige ich euch mal alle. Gut. So.
unten. Oben. Dran. Dann ist natürlich hier alles raus, ne? Blut, senden. Hier ist der Blut senden. Muss man aufpassen, dass man das nicht immer wird. Das müssen wir jetzt hier nochmal machen. Blut senden. Was wird denn jetzt eine Monsterparty bei mir? Nee. Bitte. Warum kommen die Monster weg? Bitte. Ja. Ja, gut. Sterben. Die sind nicht erwünscht bei mir. Wo haben wir denn jetzt hier ein? Ah, hier. Blut. Empfangen. Wie wir gerade gesehen haben. Wie läuft das? Die ist nicht das Schnellste, aber ist schon der. Das Monster, denn sie können eigentlich nicht schlafen. Jetzt könnte man den nehmen und wir nehmen jetzt mal Kohle. So, eine Kohle brauchen wir noch. Und jetzt leihen wir mal da hinten hin zum. Every time. Echt ein Problem gerade. Nehmen wir jetzt einfach das Bett abbauen. Und das Bett haben wir. Jetzt gehen wir in die zweite Etage. Zu unserer Toilette. Und bauen an der Toilette einfach das Bett wieder auf. Jetzt wird man schlafen können. Nee. In der Toilette ist aber kein Monster. Keine Toilette. Kann man sie sogar draufsetzen. Ja. Ich kann auch baden gehen. Lalalalalala. Denn heute kann man sich auch nur funktionieren. Das passt ja gerade nicht. Das ist übrigens für mein Lein und Weiblein. Ich habe hier auch mein Schild dran gebaut, aber gut. Das Problem ist, dass es oben auch Monster sind. Das habe ich nämlich nicht ausgerechnet. So, was machen wir jetzt mit der 14 Zeit? 1200. Lass mal was essen. So, ein Kuchen. Ich habe nur noch einen Kuchen. Ich will erstmal wieder leben. Und dann müssen wir braten. Ach ja, ich wollte ja noch. Ich glaube, das ist ein Ende oder so. Die. Die. Unendlichkeitskisten machen.
ist immer noch wieder ein bisschen gerieben. Ich kann mit dem hell werden und wenn Zoll geboren ist, immer wieder rausgehen. Ich hieß die Dinge auf Deutsch. Die Witter könnten wir übrigens auch in der nächsten Folge oder im Livestream machen. Hab jetzt so viele Käpfe. Das Ding habe ich auch noch nicht fertig gebaut. Bis die Ärzte da rauskommen. So viel ist angefangen, aber noch nicht viel beendet. Ne? Aber in den nächsten Folgen habe ich eine Festnahme, dass ich da mal beenden werde. So, falsch. Zu welchen Mod-Dingen wäre. Ja. Können wir nämlich die Kacke von den Hühnern einsammeln, die kann da massenhaft drin, Sand kann da drin und so, was in seinem E-System so zumüllt, könnten wir da nämlich reinmachen. Dazu muss ich das nur finden. Mein Lieblingsthema. Finde, was du suchst. Und nimm eine Brille. Ich sehe noch, wenn ich Offscreen suche, dann finde ich das Ding wieder auf Anhieb. Jetzt in der Funktion haben wir es bestimmt wieder Tag. Das ist aber gut dann. Vom Tag war das Ding auf jeden Fall nicht. Rausgehen. Nochmal alles ohne Bestand durchsuchen. Schützen Tag. Da ist doch bestimmt schon Tag. Die bekämpfen sich schon. Wie suchen wir noch? Wenn er nicht gestorben ist, dann sucht er noch heute. Genau. Das ist schön hier im Bett. Bis ich hier fertig bin, ist die Nacht vorbei. Hat die Nacht wieder angefangen. Welche könnten wir später machen? Warum jetzt sowieso noch nicht? So viel Energy haben wir nicht. Bin ich jetzt blöd oder was? Bitte nicht beantworten in die Kommentare. Gut. Finden wir also wieder mal nicht.
Stimmt, das Geschenk ist wieder auch mal geworden. Was ist das? Ich kann mich jetzt nicht mehr drauf helfen, weil ich nicht kann. Ich habe noch keine einzige Pattern. Warum belegt es nicht? Spannungsdauer, hurra! Gefindet! Das haben wir nicht genügend. So, wir brauchen Obsidian-Thron, das heißt, wir müssen erstmal Obsidian machen. Also, wenn wir die Quantum Storage erstmal sein lassen. So, wo ich das hin? Guten Tag. Sie haben geklingelt. Okay. Sie wollten nicht zu mir. Ich wollte schon sagen, ja, nicht kaputt dann. Guck mal, da ist noch mehr Freunde. Das heißt, ich muss jetzt hier meine Energieleitung wieder verlegen. Oder wir wollen das Ding komplett öffnen. Jetzt habe ich ihn. So viel wird und dafür lohnt sich das so Quantum Sport zu machen. Jetzt haben wir mal einen Todespunkt, okay. So, dann noch die Define. Das ist halt drin, aber hat nichts Vernünftiges geboren. Sollten so oder so eigentlich alle auf 10 Cent 10 sein. Das würde ich ja nicht brauchen. Das sieht natürlich nach Scheißen sich aus. Das sollte ich sagen. So gut, wir haben jetzt Mana. Ich muss mir das mal überlegen. Grün haben wir jetzt auch ohne bekommen. Also wir werden jetzt die Quatsch beenden und die Spiele beenden. Könnt ihr mal in den Kommentaren sagen, was euch am meisten interessieren würde, was ich beenden soll zuerst. Gut, das vorproduziert vielleicht nicht schon ein bisschen weiter. Wir können es trotzdem sagen. So, wir werden jetzt mal das Ding gerade mal. Das Ding. Das Ding brauchen wir eigentlich gerade auch nicht. Settings-Monitor brauchen wir. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz geschaffen, dass wir hier nicht damit die Falschen anklicken. Wir haben noch mehr. Kosten 4.1, Kosten 4.3, 4.3, 4.3. Ups. Fest.
wir sollten schon dafür sorgen, dass wir diese Schaft bekommen. Kompressor und Iron Mesh. Nichts ist wichtiger als diese Scherben. Dass wir auch weiterkommen. Dann haben wir den Iron Mesh drin. Der ist, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass der eine weiterkommt. Abgebaut habe. Schämt er. Aber auch nicht so schlimm. Ich bin ja fliegen. So Energy. Ich könnte auch alles in eine große Kiste leiten. So, nach und nach ertrunken lassen, ne? So, irgendwie ist der Sache. Das bin ich schon. Voll. Ich bin jetzt kein Strom. Jetzt habe ich den Strom und Holz voll rein. Und aber wir machen jetzt noch kurz das. Wir wollen gar kein das, sondern wir wollen jetzt Sand haben. Sand kriegen. Wir haben den hier ab. So. Da wird nichts drin. Das wird raus. Das wird alles raus. So, ich höre mal, dass der Sand nachläuft. Und der muss. Zum Ofen kommt. Ne, wir bauen sie einfach nochmal ab. Wir gehen jetzt mal pennen. Damit wir für nichts bauen. Dann gehen wir erstmal jetzt durch die 40 Minuten. Da würde ich vorschlagen, bauen wir das Eck jetzt noch ab. Ich stelle mich jetzt hier schnell woanders hin. So, das Ding ist hier auch mal auf der Schnelle laden. Damit wir da wieder unsere Sachen auffangen können. Sofort essen. Unbedingt.
hier oben geht's dann frei. Über den Jordan schmeißen und so viel von dem Mist. Jetzt wollen wir das hier dann reinkommen. Und geht dann weg, jetzt nicht aufkommen, da kann dann sein. Stimmt. So, das geht dann hier rein und wird hier durchgeführt. So, und jetzt sind wir nämlich das super zu wollten. Diese Scherben. Megas voll. Beziehungsweise ist es nicht so schnell, wie ich das möchte. Ich würde mich Osten doch einsetzen gleich und werde eine Megas-Kiste bauen. Ich muss auch mal Alkerin, der gut hingehört. Dann haben wir hier irgendwo. Wir könnten in dem Bereich, in dem Fall könnten wir auch wieder ein Endlos-Bettschiff machen. Und dann für jedes Ding, was da rausgesorgt wird, einfach ein eigenes. Oder wir machen diese Megaschiff. Das wüsste ich allerdings nicht. So. Mana haben wir genug. End of Flame haben wir zur Weiterproduktion. Das heißt, jetzt in der Richtung mal alles, wenn ich da sind, wird Mana produziert. Wir machen uns schon einen Kopf, dass da ein bisschen Eichelstaub sind. Und sonst, ja. Das wäre alles. Hat über alles genug drin. So Leute, ich würde mal vorschlagen, ich muss mal sehen, wie ich jetzt das Ding auskriege. Ich kümmere mich darum, dass es hier weitergeht.